Ewig leise Astrid! auf den billigen Plätzen. Was ist denn? Hä? Warum werde ich jetzt hier so dumm angemacht? Was ist das für ein Video? Gnu! Doch, und jetzt sei leise, ich lief jetzt Revi. Nervst mich, sei leise. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ich habe gerade eine 45-Minuten-Aufnahme mit einer ganz krassen Runde von mir hinter mir. Mit dabei ist heute die saftiges Gnu. Leider wurde diese Aufnahme gelöscht, meine Freunde, weil mein PC einfach gedacht hat, gehe ich jetzt an der Stelle einfach mal aus. Leute, Gnu hat aber etwas anderes im Petto, Leute. Denn das Video, was wir quasi gerade gedreht haben, hätte eh erst morgen kommen sollen. Freut euch da auf jeden Fall drauf. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geisteskrank. Heute Abend, meine Freunde, kommt, by the way, ein Video, was ihr wahrscheinlich gar nicht fassen könnt. Das wird unglaublich krass. Gnu weiß, worum es geht. Es geht um was Essbares aus Fortnite. Mehr will ich an der Stelle gar nicht spoilern, Leute. Gnu hat aber jetzt noch was anderes für mich. Sie hat gesagt, sie hat einen ganz besonderen Zuschauer und es wird eine riesige Überraschung für mich. Ich habe keine Ahnung, was abgeht, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gnu, herzlich willkommen. Guten Tag. Hallöchen. So, dann würde ich mal die Überraschung holen. Hey, was ist denn jetzt los? Was ist das? Ist das jetzt, wirklich was Krasses, oder? Es ist mega. Es ist einfach mega. Twitch Kitty? Hallo? Sollen wir einfach eine Runde spielen dann, würde ich sagen? Komm, wir spielen eine Runde. Der Twitch Kitty, der guckt dich nämlich ganz gerne. Den hab ich letztes Mal zusammen gezockt. Der hat ein ganz besonderes Talent und das wird er dir gleich mal zeigen. Okay, ich bin echt gespannt. Keine Ahnung, was gerade einfach abgeht. Ich hoffe, du nimmst mir nicht übel durch das Aufnehmen, ne? Nee. Vielleicht zeigt er mir irgendeinen neuen Game-Breaking-Lifehack, meine Freundin. Okay. So, wir landen am besten, wo er viel, weil er braucht Ruhe, er braucht eine ruhige Kulisse. Da gehen wir Junk Junction, oder? Da ist immer super ruhig, Bruder. Da ist nie was los. Okay. Bist du nervös, Twitch Kitty? Ja, sehr. Oh nein, brauchst du nicht. Das ist so toll ich hab gemacht. Die Lex des so Todes, vielen Leute. Okay, Twitch Kitty, stell dich doch mal ganz was vor. Wie heißt du? Wie dürfen wir dich nennen? Ich heiße Laurin. Du heißt Laurin. Wie alt bist du? Laurin. Ich bin 11. Du bist 11 Jahre alt. Ja, chillig, Digga. Gnu hat gesagt, du hast ein richtig krasses Talent und ich habe echt überhaupt keine Ahnung, was mir jetzt gerade erwartet. Ich bin wirklich gespannt. Ja, vor allem mutig ist. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Talent ist. Doch, ich würde sagen, du warst halt sehr, sehr mutig und das habe ich so von noch keinem Kind irgendwie, das mit mir jetzt gezockt hat, vor allem mit vor so vielen Leuten irgendwie mitbekommen, dass es sich das traut und so gefühlvoll auch ist. Hä, hey, was deswegen, machst du denn gleich, warte, Junge? Wir müssen ihm eine kleine Stage bauen. Bau ihm mal bitte eine kleine Stage. Okay, warte. Warte. Was ist denn jetzt gleich los, Digga? Warte. Ich raff hier gar nichts, Alter. Und dann am besten mit einer schönen romantischen Meeraussicht. Okay, Gnu, entspann dich, ja? Also wir müssen auch noch hier eine Runde gewinnen, ne? Also, Gnu, das ist so an der Stelle. Komm, wir müssen es so machen. So ist er dann auf der genau. Bühne. Ja. Okay. Hoffentlich kriegst du jetzt keinen Headshot, Bruder. Ich trinke mir kurz einen Slurp rein. Ich hoffe, das stört dich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, was jetzt abgeht. Wirklich nicht. Mach einfach. Was geht? Ich bin gerade richtig am Zittern. Alles gut. Ja, also fang ruhig an. Yeah. Ich hab den Weltkrieg allein beschritten und bin schon 700 Mal auf dem Einhorn geritten. Hinzu kommt, dass ich aus Azkaban entflohen bin und sowieso der Beste im Flow bin. Kurz davor hab ich noch Hitler getroffen und nebenbei ganz Russland unter den Tisch gesoffen. Danach bin ich gleich in die USA geflogen und hab Obama trotz Lügendetektor angelogen. Kein Scheiß. Danach direkt in den Irak gucken, wo da so hängt. Kurz darauf bisschen mit Napoleon geschillt, drei Elefanten locker easy beim Armdrücken gekillt. Yo, letzten Endes. Es kommt hier die Hook vom Lukas, dem Rapper. Es ist ja zu dem E, zu dem W, zu dem I. Das Papdieni hat den Papst zerschlagen und die Queen gekillt. Er und verfasste wieder die Klitschko und den Kieferbruch. Er ist der größte YouTuber der Welt. Yo, Baby, er ist so stark wie Hulk. Jung, brutal, gut aussehend und dann noch preiskalt. Er hat die Porn beim Laufen gezogen und ist danach auch mal so um die Welt geflogen. Bruder, das ist das süßeste Cover, was ich jemals gehört habe. Oh, Gnu, weißt du? Weißt du mal, was das für ein Song ist, Gnu? Ja. Woher? Ich habe ihm doch gesagt, dass er sich von dir quasi... Das ist dein Song. Es ist mein eigenes absolutes Cringe-Lied. Bruder, das war mit Abstand das süßeste Cover, was ich jemals zu diesem Song gehört habe. Ich sing weiter, Bro. Sing weiter, ich will dich nicht unterbrechen. Let's go. Setz wieder da ein. Er hat mehr Fans als dieser PewDiePie. Er hat die Lines und den Flow. Er ist fast krasser als Trunzi, yo. Er ist der Beste in der Musikgeschichte. Mindestens 3 Ferraris und ist jede Woche auf ungefähr 7 Partys. Revi steppt in den Club. Alle wollen nur ihn. Er ist der Star und wird alle Lappen über den Tisch ziehen, yo. Ey, erstmal hier. Der geht auf meinen Nacken. Warte mal, hier vorne sind Gegner, Gnu. Ich muss jetzt kämpfen. Gnu, hör auf! Hör auf, Gnu! Mann, hör auf, mich zu trollen! Bruder! Oh Mann, jetzt... Komm, sing, während Revi tötet. Komm, wir stellen dich aufs Dach und du singst, okay? Komm, wir rufen das, komm. Und verpasste Vitali Klitschko und den Kieferbruch. Er ist der größte YouTuber der Welt und er hat so viel Geld. Ja, süß! Nice, Mann. Ehre, Digga. Oh, hast du noch andere? Ja, ich hab vorgestern noch ein paar Songs aufgeschrieben. Oh, für Revi? Ich brauch Hilfe! Ich brauch Hilfe!
Ich hab drei Leute hier. Sau, lau. Leute, bitte, ich. Nein, Revi, nein. Ja. Nein, gut. Dirk Schreier auf jeden Fall an der Stelle schon mal nice gewesen. Naja. Ich würde sagen, wir spielen einfach noch eine Runde. Ich bin ehrlich mit dir, das war das süßeste Cover, was ich jemals gehört habe, aber ich kann diesen Song nicht mehr hören. Ich hasse dieses Lied. Ich weiß noch, wie du früher warst, als ich dich das erste Mal vor mir sah. Doch heute bist du ein... Ich brauch Hilfe! Warum seid ihr nicht hier? Hör doch bitte auf zu singen! Junge, es reicht! Nee, komm, du musst auch jetzt einfach nicht mehr singen. Weiß ganz genau, was du in mir zerreißt. Ey, wollt ihr mich gerade verarschen? Nein, du brauchst nicht mehr singen, wirklich, es ist genug gesungen. Lass uns einfach, komm, wir holen einfach einen Win, okay, Bro? Also wie gesagt, wir können auch einfach echt die Runde jetzt hier spielen. Das wie gesagt, wir können auch gerne alle Lieder, die er für dich geschrieben hat, anhören. Ah, das muss nicht sein, wirklich. Wir machen Fortnite-Karaoke. Nee, das passt schon. Komm, wir gehen alle nochmal in die Lobby zurück und holen jetzt einfach einen Win, okay? Aber nur wenn... Ey, werde ich hier gerade verarscht, Knu? Komm, lass doch einfach jetzt hier eine Runde Fortnite, oder? Aber dann, okay, ich will den noch zu Ende singen. Genau. Nee. Fang nochmal von vorne an. Nee, brauchst du nicht. Nein. Setz ruhig da an, wo du schon... Komm, lass uns jetzt einfach hier... Evi, leise auf den billigen Plätzen. Was ist denn? Warum werde ich jetzt hier so dumm angemacht? Was ist das für ein Video? Gnu! Habt ihr euch... Nein! Ich weiß noch, wie du früher warst, als ich dich das erste Mal vor mir sah. Doch heute... Oh, ich hab aus Versehen die Lobby verlassen, Gnu. Ich hab die Lobby verlassen. Also, sorry, wirklich. Gnu, werde ich hier gerade verarscht, oder? Nein, ohne Spaß. Sorry, ich hab aus Versehen die Lobby verlassen. Ja, sorry. Ich hatte aus Versehen einen Traumausfall. Twitch Kitty, wollen wir dann jetzt einen Win holen, oder? Ja, aber lass ihn doch singen. Du hast meine Gefühle verletzt. Oh nein. Twitch Kitty, wie lange hast du an den Texten geschrieben, Twitch Kitty? Sag's ihm. Okay, ganz kurz. Kann ich ganz kurz was fragen? Was? Werde ich hier gerade, momentan, also gerade im Moment... Du wirst nicht verarscht. Nee, echt nicht. Der meint es ernst. Mach grad mit. Weil er es ernst meint. Kein Prank. Knu. Was ist dein Lieblingslied? Er singt. Mein Lieblingslied, es ist tatsächlich von Jizzes und Trettmann Standard. Freaks komm raus nach Mitternacht. Standard! Kannst du das, Twitch-Kitty? Nee, ist sau der schwierige Text, also. Nee, brauchst du nicht. Bruder, brauchst du wirklich nicht? Komm, lass es doch einfach hier. Mann, ich werd doch hier grad. Das ist doch nicht real hier gerade, oder? Mann, ich find's voll entspannt, wenn er mal singt. Das ist voll süß, weil er ist so voll drin. Er fühlt es richtig. Ja, ich ja auch, nur halt anders. Oh. Oh, das war ein schlechter Landespot. Wen seine Idee war das? Mann! Revis Idee. Der komplette Server ist auf mich losgegangen! Revi, beruhig dich! Der ist immer deiner! Du musst singen! Nein! Das kann ihn beruhigen! Nein! Keine Songs mehr! Mann, der ist extra für dich vorbereitet! Ja, ist voll nett! Gut, dann, ich würde sagen, Twitch Kitty. Er darf nur eins singen. Danke fürs Video, ne? Nein, er muss noch singen. Nee, das passt schon. Ihr könnt... Okay. Nein. Ich beende das Video jetzt. Wollt ihr vielleicht... Nein. Twitch Kitty, sing. Bist du mir böse, wenn ich in den Titel schreibe, 11-jähriges Kind nervt mich in Fortnite mit singen? Ich muss noch einen Song singen. Dann kannst du es hinschreiben. Oder? Ich werde doch einfach nur verarscht hier gerade. Das kann doch das nicht wahr sein. Nein. Ja, sing, komm. Du wirst hier nicht verarscht. Natürlich werde ich verarscht von dir. Nach Strich und Faden. Verarsch dich selber. Mach jetzt einfach. Sing dein... Song. Okay, ich mach nochmal Hall of Fame. Nein. Doch, und jetzt sei leise, Revi. Ich lief jetzt die Lobby, danke schön, ne? Du nervst mich, sei leise. Mach's gut, danke dir, ne? Nein. Vielen Dank für das nette Video. Nein. Ciao. Nein. Mann, du Schwein. Es hat mir echt Spaß gemacht, mit dir aufzunehmen. Wir nehmen jetzt hier FA an. Genau, das machen wir dann nicht. Doch. Und wirklich, Leute, ich muss... Du bist jetzt mein Vater, muss jetzt annehmen. Oh. Leute, ich bin ehrlich zu euch, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste es wirklich nicht. Gnu, wusstest du das? Ja, ist doch gut. Nö, ich dachte, er will singen, aber... Twitch Kitty, kannst du mir kurz einen Gefallen tun? Du bist Vater, Glückwunsch. Möchtest du vielleicht kurz zugeben, dass du mich hier gerade verarschst?
Nein. Danke dafür, du hast es auf jeden Fall jetzt in den Status der Legenden geschafft. Ich finde dich sehr sympathisch. Du bist ein super, super netter Kerl. Du bist super, super. Du bist, ich krieg keine Freundschaftsanfrage. Ich habe keine einzige hier drin. Du bist mit Abstand der netteste. Schick mir eine Freundschaftsanfrage. Und sympathischste Zuschauer, den ich jemals hatte. Nein. Danke für das Video, wirklich. Schick mir eine FA und dann kannst du das Video beenden. Alles klar. Ich hab's gerade gemacht, müsste jeden Moment da sein. Also, danke dir, ne? Nein, hast du nicht. So. Da, da sind wir jetzt auch schon am Ende des Videos. Das ist wie beim Ultratalent. Es weint. Ich kann jetzt nicht nochmal in diese Lobby gehen. Das Video. Du bist weint. Wein mal. Kannst du bitte sagen, dass ihr nicht weint? Schnell weint. Sag mir bitte, dass er möchte dir noch was sagen, dann bist du erlöst. Ja, bitte. Schick mir eine FA. Mann, das ist doch nicht dein Ernst, Junge. Ich hab was für dich. Was denn? Toilettenpapier. Damit hat er seine Tränen abgetrocknet. Ich bin noch nie in meinem ganzen Leben so dermaßen vorgeführt worden. Das ist mit Abstand die unangenehmste Aufnahme, die ich jemals hatte. Twitch Kitty, du wirst es irgendwann ganz weit irgendwie bringen. Du bist auf jeden Fall jetzt schon eine Legende, mein Freund. Schön, dass du dabei gewesen bist. Komm, wir tanzen noch alle zusammen eine Runde am Ende. Genau, und dann als Abschluss, er darf nochmal Hall of Fame machen und dann ist so Schluss, okay? Bist du zufrieden, wenn du am Ende noch einmal Hall of Fame singen darfst? Da schauen wir doch mal an, wie er abdämmt. Super, dann los. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong bang on your chest, you can throw your hands up, you can beat the clock. Danke. Cool. Danke. Das war sehr schön, danke schön. Jetzt schick mir eine Freundschaft. Ich habe zwischendurch die Kopfhörer mal abgenommen, damit ich mich nochmal überzeugen kann. Vergib ich dir. Dass ich mich nochmal überzeugen kann, dass es nichts Schöneres gibt als deinen Gesang. Vielen Dank dafür. Freundschaftsanfrage. Schick mir eine. Kann ich leider nicht machen. Es war trotzdem, dann vergib ich dir. Es war trotzdem echt nett, dass du dabei gewesen bist. Mach's gut, ne? Gnu. Der ist halt so einer, der traut sich viel und der hat dich jetzt auch nur geärgert. Das hat er nicht ernst genommen. Ich bin von dem komplett verarscht worden. Ich glaube, der hat einfach mitgemacht. Von Anfang an hat er gemerkt, dass es mir nicht gefällt und der hat mich komplett verarscht. Leute, das war's für diesem Video. Danke nochmal an Gnu für die ganzen tollen Kandidaten aus seiner Community. Ja, gerne. Vielleicht kriegen wir demnächst hier einfach einen Achtjährigen, der mir Morddrohnen ins Ohr schreit. Das wäre ja auch eine ganz angenehme Aufnahme für mich. Unangenehmer kann es auf jeden Fall nicht mehr für mich werden. Das war's auf jeden Fall von diesem wunderschönen Video. Twitch Kitty hat auf jeden Fall jetzt Legendenstatus. Allein der Name Twitch Kitty. Ach. Lasst einen Daumen nach oben da, ich bin raus, auf Wiedersehen. Schaut bei Gnu und bei Twitch Kitty vorbei, das reicht, tschüss.